Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir die letzte Stufe 4 Insel abgeschlossen, wo ein paar Bosse rumgerannt sind, die wir relativ easy hier kaputt gehauen haben. Und ja, wir haben noch einige Sidequests offen und zwar machen wir als nächstes der Vorbote des Endes. Ja, ich gehe mal zur Normeninsel und gucke da mal, was da los ist und warum die hier so eine Panik schieben wegen irgend so jemanden, der entweder alle vernichtet oder denen einen Wunsch erfüllt. War der da in dem Ding drin, ne? Ja. Wo ist der Vorwort des Endes? Come on. Bestimmt da oben, ne? Okay. So viel dazu. Also das Gefühl, die werden uns fertig machen. 189. Boah, jedes Mal, Eleanor. Jedes einzelne Mal, wenn irgendwie eine verdammte Konversation am Starten ist, tut sie ihre Mystikal einsetzen und uns hier alle unterbrechen. Ich glaube nicht, dass wir den Kampf schaffen. Wenn wir nie im Leben schaffen. Ich weiß nicht, warum ich als erstes auf Jude gehe. Er ist ein Heiler mehr oder weniger, ne? Er ist ein Arzt. Wo ist eigentlich Mila? Da hinten. Ja. Ja. Da ist noch jemand. Nee. Ich glaube, ich werde gar nicht erst versuchen, den Kampf hier zu schaffen. Nee. Oh ja. Sonst werde ich den Kampf schaffen wir sowieso nicht. Ey. Verschwende ich hier meine Zeit. Ja, jetzt wissen wir, wo halt kein Cameo Battle ist in diesem Spiel. Okay. Laden. Jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier 200 Level noch 100 Level noch leveln muss für Phoenix und für die beiden. Okay. Gut, so viel dazu. Das schaffen wir nicht. Dann gehen wir zum Krater vom Bergkiller raus. Wie kommen wir noch mal dahin? Hier, ne? Da. Andersrum. Hm. Nur so viel dazu. Dafür muss ich schon mal trainieren und für Phoenix muss ich auch trainieren. Also mit Level 150, unter Level 150 wird das nichts, glaube ich. Ich vermisse immer noch irgendwie so eine Bonus-Dungeon. Weil ihr könnt nicht erwarten, dass ich hier irgendwie in diesen ganzen Gegnern ja bis Level 200 Level oder irgendwie so was, ne? Die sind ein bisschen zu schwach. Muss ich doch schon irgendwie ein Gebiet haben, wo stärkere Gegner sind. Oh, goldene Truhe. Topaz-Puppe, die habe ich.
Na klar habe ich die. Ich habe alles. Genau, gehen wir mal zur ganz offensichtlichen heißen Quelle Szene. Die wahrscheinlich kommen wird. Mein Vulkan ist ganz schön heiß. Wir hier irgendwie wirklich so eine Szene sehen werden. Da gibt es eigentlich nie als Hells of Serie. Also, obwohl wir haben ja eine mehr oder weniger gesehen mit Velvet und Lafayette. Habe ich das hier nicht aktiviert? Okay. Oder wir gehen zum Erdenpuls. Vielleicht ist das hier die Bonus Dungeon. Haben wir die Bonus Dungeon gefunden? Die Himmelsstäben, das Rätsel der Welt. Also wir haben ja geile Musik, neue Gegner. Das, ich habe so das Gefühl, hier ist die Bonus Dungeon. Level 105, ja. Neue Gegner mit Beute, neue Beute. Sehr gut. Dann habe ich wenigstens einen Ort zum Trainieren. Also hoffentlich kriege ich auch halbwegs gute Erfahrungspunkte. Damit ich auch schnell trainieren kann, ey. Also in Tales of Graces F war richtig langsam. Gegner scheinen noch nicht zu stark zu sein im Moment. Wahrscheinlich geht es ja bis zu Level 200 hier hoch mit den Level bei den Gegnern. 3000 Erfahrungspunkte, geil. Null Wirkungsfeste. Wesens neue Sachen. Verteidigung plus 15, geil. Okay, cool. Finde ich toll. Sie haben nur ein Gebiet lang. Das ist eine Katastrophe. Du komm her. Wechsel. Mal gelogen. Ja, ich wusste es. Ja, das war viel zu schnell. Nicht so schnell zaubern, Mädels. Mein Gott, die Gegner sind aber noch relativ einfach. Ich werde schon irgendwie hier trainieren können. Muss hier trainieren, ey. Also immer so jedes Mal 20 Level oder so. Für jede neue Aufnahme habe ich so Gefühl. Und sie wird das nichts. Hi. Warum bin ich nicht reingerannt? Ich habe schon eure Gegenstände, ich krieg nur 3000 Erfahrungspunkte, lohnt sich doch gar nicht mehr. Na egal, wir haben das Cameo Battle gefunden, die Gegner sind Level 189. Phoenix ist Level 150, oh Gott. Wie sind wir jetzt hier? Wir haben euch bei der ersten Begegnung voll easy erledigt, ne? Und jetzt? Und so weiter. Ich habe dort Tränke des Lebens gekauft. Nachdem ich... Boah. Den falschen Spielstand geladen wahrscheinlich. Ich habe echt den falschen Spielstand gerade geladen. Das war noch bevor wir irgendwie, weil nicht zur Norminsel gerannt sind. Also müsste halt ja wohl in Ordnung sein. Ich mache ich halt gleich die Stufe 4 Insel nochmal. War ja nicht so schwer. Ja. Oh, Velvet, geh ich schon wieder K.O., bitte. Ja, jetzt nicht gegen euch kämpfen. Ich bekomme sowieso nichts Besonderes. Hi. Echsenschwanz. Okay. Ich bin eigentlich schon voll ausgerüstet mit meinen Sachen hier. Aber mal schauen. Ja, sieht man bei ihr gar nicht. Ich weiß, wie ein Echsenschwanz aussieht, also
Da ist der richtige Weg, okay. Also war ja richtig, weil hier ist falsch. Immer aus dem Weg, er bringt mir keine Erfahrungspunkte. Ja, von euch muss ich noch einen Gegenstand haben. So, bam. Was zum Teufel, ich tue. Hab du direkt eingesetzt, ey. Ich habe sofort die Linie gesehen, habe direkt so hier, boom, habe ich absorbiert. Ha. Violetta Sturm. Nein. Tut relativ schnell die Dinge einsetzen. Ja, guck mal, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Ey. Komm schon. Oh, halt so. Ja. Das bedeutet, es ist Krieg, ey. Das bedeutet, ich ja voll auf den Arm nehme. So, gib mir einen Gegenstand, bitte. Nein. Ja, Schatztruhe oder steigender Schleier. Den habe ich schon, ne? Ne, habe ich nicht. 90 maximal KP. Krieg hier die ganzen High-End-Sachen. Nehmen wir hier. Ja. Cool. Halt. Ne, brauche ich nicht. Glaube ich nicht. Ich tue meine. Ich mein Titel wollte ich hier umändern. Ich tue lieber hier, weiß nicht, statt mir mehr Wert haben, ausrüsten. Also Jobpunkte, nicht Jobpunkte, Ausrüstungspunkte, aber wir, ich glaube nicht, dass da irgendwo mal spezifiziert wurde, wie die Dinger heißen, aber die Punkte, die wir brauchen, um Ausrüstungssachen, ja auch Elixiere zu lernen, kann ich noch offscreen machen, ja. Frank des Lebens. Also ich hatte noch ein paar übrig, also aber trotzdem danke. So, haben wir alles, ne? Ja, ne, gut, weiter. Geh weg. Jetzt mir noch 3000 Erfahrungspunkte und dann ging schon, habe ich auch schon voll total Verschwendung, gegen dich zu kämpfen. Gewesen habe ich das Final Bonus Dungeon gefunden, das heißt, ich kann ja richtig hoch trainieren, hoffentlich. Komm her. Ja, genau das wollte ich auch heute noch wenigstens erreichen. Wenn ich auch irgendwas machen kann. Wenn ich das jetzt nicht gefunden hätte, dann hätte ich, weiß ich nicht, für Phoenix vielleicht trainieren müssen. Level 100, was weiß ich. Das hätte unglaublich lange gedauert dann. Die stärksten Gegner noch, weiß ich nicht, Level 80 oder 90 sind imperischen Thron und so. Ich hätte doch lieber schon Gegner, die schon über 100 oder so sind. Jetzt hoffentlich ein bisschen schneller geht, erfahrungsmäßig. Ich stelle immer einen Schwierigkeitsgrad auf leicht, rennen den 2-3 Gegner auf einmal rein, leveln dann so auf mein Level hoch und dann kriege ich extrem viel Erfahrungspunkte. Und wer wird jetzt ihre zweite Mystik allein? Cool. Stimmt ja, wenn ich die mit der Müskarte erledige, dann kriege ich ja eher die Sachen. Ja, das Ding ist nicht mehr da, ne? Doch. Au, au, oh mein Gott, das war eine Combo und ich war schon wieder weg. Stimmt du, ne? Ich mal jemand das Viech da hinten. Hm?
Wird nichts. Na, verdammter Dreck. Ne, will ich bekommen. Komm her. Boom. Oh Mann, ich tue sofort schon. Wo muss immer einer von diesen Viechern hier noch auftauchen? Die ruinieren irgendwie den ganzen Kampf. Oh ja, einfach Mystikart reinballern. Boom. Geht's gut, nicht nur auf mich drauf gehen, Kollege. Alter, dieser Angriff. Er hat gesehen, er hat die boah, mit einem Schlag wieder erledigt. Ist einfach nicht, ey. Weg. So, jetzt du, Mystikart. Und nimmst du gerade ein für maximales Blut. Gott, verdammter Dreck. So viel zu dem Loot, ey. Ja, für dich, Gelee. Sind eigentlich, weil ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, also auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, da meine Charakter immer voll geheilt werden nach jedem Kampf, weil sonst macht doch gar keinen Sinn, diese ganzen nach Kampf KP Regenerierungsfähigkeiten zu haben. Hi. Noch ein optionaler Boss bald. Und sie? Wäre irgendwie lustig, wenn wir irgendwie, wenn wir hier durchkommen, zur Welt von Tales of Zestiria landen. Weil es gibt ja eine Anime, die ich mir noch nicht angeschaut habe, aber welche weiß ich nicht. Okay, ich sterbe nicht. Cool. Ne, was ich sagen wollte, gibt ja eine Anime von. Ja, muss ich gleich sagen. Haben wir das? Cool. Ariga to, BF. Omae no konjou wa nakanaka no mono da.
So furchterregende Leute. Irgendwie hatte er ja keine Wahl. Das